Den nehmen wir mal mit und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, den nehmen wir mal mit, weil der abgefarmt ist. Das ist immer etwas leichter für mich, ne? Wenn einige defensive Gebäude hier schon mal nicht mehr funktionieren und so, dann tut man sich doch schon ein bisschen leichter. Okay, dann gehen wir mal rein hier ins Geschehen. Und ich muss jetzt mal eben schauen. Gehen die eigentlich? Ah ja, okay. Die Ballons gehen auch, sehe ich jetzt gerade erst. Ist mir noch nie aufgefallen, dass die auch auf die Bauhütten gehen, weil die Bauhütten sind ja defensive Gebäude, also Gebäude, die sich verteidigen. Und ich muss jetzt eben mal ein bisschen da die Queen rausspielen, beziehungsweise die Queen hier so ein bisschen reindrücken ins Geschehen. Auf die Queen schießt immer noch nichts. Mal sehen, wo der Mauerbrecher hingeht. Da muss noch ein Gebäude hinter der Mauer sein. Das ist jetzt noch der Adler. Jawohl. Das hat ausnahmsweise mal doch noch mal so gepasst. Und eigentlich müsste es da jetzt ein X-Bogen sein, beziehungsweise der Magierturm. Dann geht die jetzt nach dahin weiter. Okay. Allerdings muss ich jetzt gleich ein bisschen aufpassen, dass die auch auf die Luftabwehr geht. Da geht es natürlich nicht drauf. Ich hatte es mir schon gedacht. Okay. Müssen wir da was anderes hinschicken? Ne, müssen wir nicht. Müssen wir nicht unbedingt. Wir nehmen das Ding hier und nehmen hier unsere Drachen weiter mit rein. Den Orden einmal. Queen bleibt bei mir. Queen bleibt bitte bei mir. Wir nehmen ihn hier mit rein. Und jetzt muss ich mal sehen. Oh, ich habe gar keinen Schutz mehr. Ach, den brauche ich noch gar nicht. Falsche Armee, Leute. Ich habe gar keinen Sponsor. Ja, tut doch keinen Sponsor. Ist so klar. Und jetzt müssen wir trotzdem ein bisschen aufpassen auf das Rathaus. Das muss man jedenfalls posten. Einmal den Warden gezündet und vielleicht noch ein bisschen mehr Wut hier reingebracht. Wo ist unsere Queen? Da ist die Queen. Die machen wir immer unsichtbar. Hier unten ist noch ein King gleich. Den müssen wir natürlich auch bringen. Nehmen wir die Minions. Und eine abgefarmte Base hier. Perfekt für uns. Und dann können wir hier, denke ich mal, nochmal den Bogenschützen, so heißt das Teil, einmal mit Frieden. Dann haben wir hier alles weg. Dann habe ich hier jetzt gleich nichts mehr, damit die nächste Armee dann rauskommt. Entschuldigt, Leute, dass sie gerade ein bisschen leise war. Aber so ein bisschen rumgefahren hier heute mal am Sneak-Tag tut ja auch mal ganz gut. Und so sehen wir mal ein bisschen Clash of Clans. Okay, der hatte jetzt keine Clanburg. Auch immer so eine berüchtigte Ausrede von mir, aber er hatte ganz netten Loot und den nehme ich ganz gerne mit, fast eine Mille mit dem Bonus. Der kommt auch nochmal oben drauf und wir können die auch mal nachtrainieren, beziehungsweise wir verspenden hier eben mal die beiden Sachen. Die beiden Sachen geben ja noch XP, was ja keine XP gibt, wenn man jetzt eben im Clankrieg etwas spendet, aber Supercell hat dort nachgebessert, denn ab dem nächsten Update, ich glaube aber hier ist jetzt heute schon alles voll hier bei den Rising Rivals. Ich bin hier eingeladen zum 50er CK, vielen lieben Dank nochmal dafür und so bleibe ich auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, aktiv hier in den Clankriegen. Und aber demnächst wird es so sein, dass wenn man hier spendet, dass man dafür auch XP bekommt. Also Supercell hat uns endlich erhört. Wie sie es genau machen wollen, das weiß ich noch nicht, beziehungsweise das konnte ich mir im Moment nur nachlesen. Ich habe euch übrigens unten in die Videobeschreibung reingepackt den Link zum deutschen Blog von Clash of Clans. Dort könnt ihr natürlich alle Änderungen in diesem Update nochmal nachlesen in Wort und Bild, was ja auch nicht so schlecht jetzt ist. Okay, da bedankt er sich. Dann können wir auch mal eben so ein paar... Mal sehen, ob wir schnell genug sind mit dem Spenden. Dass ihr das in Wort und Bild dort nochmal wiederbekommt. Das ist also eine der, ja, ich sag mal so kleinen, aber feinen Veränderungen und Verbesserungen. Ist in jedem Fall Quality of Life Improvements. So heißt das hier im Englischen. Und finde ich sehr, sehr gut, dass es da endlich ein bisschen XP für gibt. Denn ihr kennt das leidige Thema. Du bist der Einzige, der die Clanburgen voll macht. Kein anderer fühlt sich dafür verantwortlich. Und du erntest keinen einzigen Punkt dafür. Das ist jetzt Geschichte. Das finde ich sehr, sehr gut.
Die zweite Sache finde ich eigentlich auch sehr, sehr gut, die ich heute Morgen gelesen habe, beziehungsweise eigentlich gestern schon gelesen habe. Es wird einen sogenannten, ja, Hero Skin Randomizer geben. Also, ihr wisst ja, wenn man jetzt den Skin hier auswählt, ihr müsst jeden Tag, wenn ihr reingeht, müsst ihr den Skin von Hand wechseln. Auch das ist Geschichte. Ihr könnt hier jetzt quasi Skins markieren und bei jedem Einloggen in einem ganz wilden Umsetzungsverfahren wechselt dann ganz automatisch der King-Skin. Finde ich sehr, sehr gut. Und also egal, ob das ein Kaufskin ist oder beziehungsweise das ist ein Kaufskin oder halt ein erspielter Skin. Ich spiele im Moment mit diesem hier ganz, ganz gerne, aber ich finde eigentlich auch immer noch den Originalskin ganz gut. Und aber demnächst könnt ihr hier welche anhaken. Zeige ich euch aber gleich auch nochmal im Video von Supercell, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze so ein bisschen aussieht. Also auch das finde ich wirklich sehr, sehr nett. Und was natürlich noch netter ist, ihr könnt jetzt auch im Supercell Shop, kann man ja diese 5x Goldpässe und noch andere Sachen kaufen. Könnt ihr jetzt einen Creator unterstützen, also sei es Noobs oder den Fred oder Izu, mich nicht, dann könnt ihr dort auch einen Creator-Code angeben und unterstützt damit die Streamer bzw. die Content-Creatoren, die letztendlich so einen Code haben. Der Zugriff auf die sogenannte Application Programming Interface oder aufs Programming Interface ist auch so ein bisschen erweitert worden. Das heißt, man kann jetzt etwas mehr Starts noch auslesen aus der API. Das sind so Sachen, die kann man im Hintergrund machen, so Datenbankabfragen etc. Und das sind aber eher so technisches oder ist eher so technisches Geplänkel und ist letztendlich hier jetzt so visuell nicht sichtbar. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich hatte es mir fast gedacht, ne? Ich hatte es mir fast gedacht, dass ich nicht schnell genug bin. Okay, warum kann ich nicht trainen? Ach so, weil ich hier schon ein Maschinchen wieder trainiere, ne? Dann muss es ja so, muss es so gehen. Okay, da muss es so gehen. Sieht aber ganz gut aus. Ich habe übrigens jetzt auch schon im Pass den Skin hier für die Gladiatoren. Finde ich sehr, sehr gut. Hatte ich aber, glaube ich, auch gesagt, als ich das vorgestellt hatte. Also mit diesem Zacki oder mit diesem Dreizack jetzt schon equip, passe schon durch und läuft in jedem Fall. Ich war wieder ein bisschen bummelig, war wieder ein bisschen spät. Clanspiele mache ich jetzt hier nicht mit. Ich bin hier jetzt noch einen Tag. Das heißt, wenn ich meine zwei Angriffe gemacht habe, dann bin ich hier wieder raus und spiele ich bei den Herausforderungen natürlich auch wieder die Clanspiele, obwohl ich die nicht so mag. Aber zur größten Veränderung, oh, kleinen Moment einmal. Oh, entschuldige bitte. Zur Größenveränderung dieses Sneak Peeks ist natürlich der oder die neue Truppe der Super Bowl, also ab Rathaus Level, jetzt muss ich gerade überlegen, ab Rathaus Level 12 bekommt hier also eine neue Supertruppe, also 12, 13, 14, der Super Bowler. Ich will euch das jetzt auch nicht mehr vorenthalten. Ich habe das so gemacht wie gestern, mache hier die beiden Effekte aus, um jetzt den anderen Effekt zu sehen. Aber wir sehen jetzt erstmal den, ja, diesen Randomizer. Also dort seht ihr, dass jedes Mal, wenn der King bzw. wenn neu eingeloggt wird, dass random hier der Skin gewechselt wird. Also ihr müsst natürlich die Skins haben, das ist Voraussetzung. Ich denke mal, wenn ihr von Anfang an den Goldpass verfolgt habt oder euch vielleicht mal einfach so den Skin geholt habt für 1500, sie sind ja auch für euch dann im Shop verfügbar für 1500 Juwelen, dann habt ihr natürlich mehr zur Auswahl, gar keine Frage. Und so wechselt er immer ganz fröhlich. Ist das jetzt nur beim Einloggen? Das müsste ich mir nochmal nachgucken. Ja, wenn ihr eure Heimat-Village ladet. Und da sieht dann schon den Super Bowler mit 30 Truppenplatz natürlich heftigst. Aber er hat natürlich auch eine Special-Attacke. Er geht nämlich noch auf ein drittes Gebäude. Also perfekt eigentlich, wo die kleinen Bowler zum Beispiel einen Minenwerfer nicht ganz erreichen. Erreichen diese Bowler dann letztendlich auch noch ein drittes Gebäude und ja, damit kann man unter Umständen natürlich sehr, sehr gut funneln. Was der Angreifer hier jetzt macht, weiß ich nicht genau, muss ich mal so sagen. Und natürlich diese riesengroßen Steine, die machen natürlich auch Schaden. 2000 Trefferpunkte hat der Bowler auf maximalen Level, so wie ich das gesehen habe. Und ist natürlich auch eine ganze Menge, aber 30 Truppenplatz ist auch ein Wort.
nicht jetzt zum Sonntag, aber so viele kann man dann ja auch nicht mitnehmen. Aber wenn so einer oder zwei reichen, je nach Base, wo man dann relativ oder recht effektiv funneln kann, ist das natürlich auch nicht schlecht. Mit Augenklappe sieht er auch ein bisschen verschmitzter aus, muss ich sagen. Und hat dann auch so ein, ja, ich hätte fast gesagt, so ein Lenngurt um. Also könnte man meinen, der Bowler ist männlich. Glaube ich zumindest auch, dass es so ist. Er sieht zumindest so aus. Und aber ist schon sehr mächtig hier, was er hier hinlegt. Und ihr seht das, wie weit die Steine hier durchbouncen. Und da bin ich mal drauf gespannt. Und die Truppe ist ja freigeschaltet. Die muss man sich nicht freischalten. Ich meine, man muss natürlich Rathaus 12 sein. Aber und man muss die Kaserne auf den entsprechenden Level haben. Das kommt natürlich noch dazu. Und dann hat man die einfach und kann sie dann equippen. Sie kosten in voller Ausbaustufe, so wie ich es gesehen habe, eben also auf Level 6 gehen sie ja 1000 Dunkles pro Bowler. Also 30 Truppenplatz kosten 1000 Dunkles, ist auch ganz schön viel, muss man sagen. Wenn man dann 10 Stück mitnimmt, das wären genau 300 Truppenplatz, dann ist man auch schon ganz nett was an Dunklem los, würde ich sagen. Und das war es auch schon. Der Sneak hier ist relativ, ja, wie soll man sagen, ist relativ klein, ist relativ kurz, aber ich denke mal, er ist sicherlich recht prägnant. Ich bin gespannt auf die neuen Bowler. Ich bin auch gespannt auf das, was noch weiterhin kommt. Und ich bleibe in jedem Fall am Ball. Ihr hattet da ja ein bisschen Sorge, dass ich jetzt hier wieder 15 Wochen verstreichen lasse und dann kommt der nächste Sneak im Winter-Update oder sowas. Nein, nein, Leute, ich bleibe hier im Herbst-Update für euch am Ball. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen kleiner und feiner war. Aber ich will einfach mit euch so ein bisschen meine Impressionen hier teilen, was das Herbst-Update jetzt angeht. Ich freue mich jetzt auch schon wirklich drauf. Und ich bin auch mal gespannt, jetzt die neue Woche kommt. Montag, Dienstag, Mittwoch mal sehen, wann das Update einschneidet. Ich denke mal, in den ersten 3 Tagen kann ich mir gut vorstellen, dass das rauskommt und nicht noch länger gewartet wird, denn es ist ja eigentlich so, wie man es gesehen hat, alles fertig fürs Spiel. Und damit bedanke ich mich, wünsche euch weiterhin ein nettes Wochenende. Bis dahin, euer Toto. Clasht.